Ja, es freut mich, in diesem schönen Rahmen hier etwas vortragen zu können. Aus meinem Buch Sternfeld, Schnittstellen des Lebens. Ich muss es ein bisschen einführen. Und dazu habe ich hier einen Sandurbaum mitgebracht. Auf Englisch nennt man das Sandglass Tree. Und Sie sehen, wie hier dieser rote Sand durchläuft. Normalerweise wird so eine Sanduhr verwendet, um die Zeit zu messen. Entweder in der Sauna oder bei Schachspielern. Es gibt aber einen ganz anderen Aspekt, der vielleicht dann deutlich wird, wenn man sich vorstellt, dass eigentlich die Vergangenheit hier in die Zukunft ringt. Dass sich hier Geschichte geschehen, das stattgefunden hat in Geschichte, die vielleicht stattfinden wird, verwandelt. Bildet sich unten ein kleiner Hügel, eine neue Form entsteht. Eigentlich haben wir in der Sprache gar kein Wort für die Geschichte, die erst passieren wird. Wir versuchen sie immer nur aus der Vergangenheit zu erklären. Projektion oder Prognose oder Zufall. Ich glaube aber, es gibt so etwas auch wie eine zukünftige Geschichte, die dadurch zustande kommt, dass dieser Strahl hier durch eine Verengung durch muss. Und diese Verengung ist sozusagen die Gegenwart. Das ist der Augenblick, in dem wir etwas erleben und in dem wir auch etwas beeinflussen und verändern können. Dieser Sandglass Tree ist auch ein anderer Begriff für einen Stammbaum. Es ist also ein Baum, mit dem wir immer versuchen, auch auf einen persönlich zu erklären, für einen persönlich zu erklären, Vergangenheit, Zukunft, Vorfahren, Nachkommen. Und ich stehe sozusagen immer an der Engstelle hier. Und auch wenn wir die Geschichte nicht fassen können, weil es ja eigentlich Körner sind. Es ist nur Sand, es sind sonst auch, wenn man sich mit Geschichte befasst, sind es Papierfetzen, es sind Erinnerungsstücke, aber es ist nichts Konsistentes, genauso wenig wie das konsistent ist, was vor uns liegt. Aber in diesem Augenblick sozusagen können wir vielleicht Geschichte fassen in dem Wort, dass es mehrere Arten von Geschichte gibt, eben Geschichten. Und ich habe versucht, eine solche Geschichten aufzuschreiben, indem ich mich mit sozusagen einem Stammbaum befasst habe, aber nicht im Sinn eines Baumes mit einer festen Struktur, sondern eher im Sinn eines Baumes, in dem sozusagen die Säfte fließen, auf und ab. Und die Schnittstellen sind das, was sozusagen der Schreiber tun kann. Der Schreiber ist sozusagen der Gärtner. Ich fühle mich in diesem Sinn auch im Schreiben eher als, wie soll man das sagen, als ein Verjüngungsschnitter. Es ist notwendig, dass wir einen Baum sozusagen immer beschneiden und dadurch erst zur Entwicklung bringen. Also wir müssen irgendwann einmal auch diesen harten Eingriff machen, dass wir schneiden. Und so habe ich mich eben hier auch in meinem Buch einer Geschichte zugewendet, die eben Schnittstellen darstellt, schöne, aber auch tragische. Und eine solche Schnittstelle
möchte ich lesen. Es ist eigentlich das letzte Kapitel dieses Buches, aber es passt dazu. Es heißt Die blaue Mauritius. Der Mann, der Sherlock Holmes hieß, machte sich in dem in den 30er Jahren gedrehten Film mit Hans Albers und Heinz Rühmann auf die Suche nach einer gefälschten blauen Mauritius. Jener Briefmarke, die durch ein offensichtliches Missverständnis wohl zu einer der wertvollsten, sicher aber zur bekanntesten Briefmarke der Welt wurde. Als Frank Stargroves, der Mann von Ernst Stanfield, 1918 in Mauritius geboren, beim Besuch von Eugenio Monti und Andreas Geierwandel, das sind zwei Detektive, in deren Rolle ich schlüpfe, beim Besuch von Eugenio Monti und Andreas Geierwandel seinen Stammbaum herausholte und auf seine wie Eisblumen auf einer Scheibe sich auflösende Geschichte zu sprechen kam, empfahlen diese Sherlock Holmes und Dr. Watson als Zeitgenossen von Franks Vorfahren auf Mauritius zu Rate zu ziehen. Diese würden manches Rätsel um die Familie vielleicht auflösen. Gibt es einen konkreten Anlass, dass Frank und Anne uns nochmals eingeladen haben? Frank kam gleich darauf zu sprechen. In einem Briefumschlag, der im Familienarchiv gefunden wurde, lagen zwei Fotos, in dem für die frühen Jahre der Fotografie typischen braunen Kolorit. Ihr könnt es hier an der Wand sehen. Das Foto trägt auf der Rückseite die Jahreszahl 1916, was mit dem Datum der zweiten Verehelichung meines Vaters William Robert zusammentrifft. Das in einem eleganten Cabrio sitzende Paar wird offensichtlich vor dem eleganten Bungalow der Familie zur Fahrt in den Honeymoon verabschiedet. Ein zweites Foto fand sich aber nur in Einzelteile wie bei einem Puzzle zerschnitten in dem Umschlag. Jede Anmerkung fehlte. Die Teile zeigen zahlreiche Personen einer Hochzeitsgesellschaft in festlichen Kleidern. Nie war dieses Foto zusammengesetzt worden, wodurch ein Bild der ganzen Hochzeitsgesellschaft fehlte. Die Familie konnte sich nicht erklären, warum das Foto zerschnitten wurde und hielt dies für einen Kinderscherz, der unabsichtlich zustande kam. Dennoch gab es Anlass zu Vermutungen, dass etwas an dem Foto manipuliert wurde, um etwas zu verschleiern oder vergessen zu machen. Sherlock Holmes und Dr. Watson widmeten sich dem Familienrätsel. An einem großen Tisch Platz nehmend versuchten sie, die Puzzleteile des zweiten Bildes zusammenzusetzen. Erinnern wir uns nicht die Geschichte mit der blauen Mauritius, bei der trotz zahlreicher Nachforschungen, über deren Erstausgabe man jene menschlichen Fehler nicht aufklären konnte, der zu einem Fehldruck führte und wegen der Rarität der Marke diese im Wert in eine Höhe katapultierte, die mit einem baren Gold nicht aufzuwiegen war. Sherlock Holmes hatte sich mit seiner Pfeife auf einen Lehnstuhl zurückgezogen und griff nach dem ersten, dem vollständigen Foto mit dem wohlgelaunten Hochzeitspaar. Kopfschüttelnd brach es aus ihm heraus. Das Auto, das elegante Cabrio dieser frühen Bauart, wie kam es nach Mauritius? Und wer konnte sich sowas leisten? Dr. Watson nahm diese Aussage zunächst kaum zur Kenntnis, denn er war so weiter intensiv mit dem Zusammensetzen des Fotopuzzles beschäftigt, dass er sich in keiner Weise ablenken lassen wollte. Auf ein kräftiges Aufatmen nach einiger Zeit, das auf einen Erfolg bei der Zusammensetzung schließen ließ, kam ein erneutes Kopfschütteln. Ein Stück fehlt, aber es ist doch wieder da, nur offensichtlich aus einem anderen Bild. Sicher, mein Freund, es ist keine Person, sondern deutet auf den Flankenteil eines Schiffes und die Ränder sind so zugeschnitten, dass dies später geschehen sein muss. Mauritius wird noch einmal berühmt werden für die Ungereimtheiten und Fälschungen, die auf diesem kleinen Eiland im Indischen Ozean vorkommen.